Ja, wir Football-Fans können aufatmen. Es ist offiziell. ESPN America überträgt die NFL. Der offizielle Sendeplan des Septembers von ESPN ist veröffentlicht. Es wird alles übertragen. Sunday Night Football, Monday Night Football, es live. Nennt es, ihr bekommt es. Hiermit sind die Spekulationen beendet. Das Wunder ist wahr. Die Saison wird im gewohnten Umfang übertragen. Bills Quarterback Trent Edwards glaubt nicht, dass er Probleme mit Terrell Owens bekommen wird. Warum sollte das passieren, fragte er die Journalisten. Wir werden in dieser Saison siegen und deshalb wird es keine Probleme mit T.O. geben. Da wird der ein oder andere Journalist wohl gelächelt haben. In seinen bisherigen Stationen mischte T.O. Jeff Garcia, Donovan McNabb und Tony Romo auf. Warum sollte ausgerechnet ein Trent Edwards da ungeschoren davonkommen? Die Bills sind immerhin seit 1999 auf der Suche, um einen Weg in die Playoffs zu finden. Dabei müssen sie an den Patriots, den wiedererstarkten Dolphins und, naja, den Jets vorbei. Das wird nicht leicht. Antonio Cromartie schmeckte das Essen im Trainingslager der Chargers nicht. Das verkündete der Cornerback auf Twitter und musste dafür $2,500 Strafe zahlen. Das Zwitschern will Cromartie nicht aufhören, aber vorsichtiger mit dem, was er zwitschert, will er in Zukunft schon sein. Zwei Starter der Texans haben sich verletzt. Cornerback Jack Reef brach sich bei einem Zusammenprall mit Wide Receiver Andre Davis das rechte Bein. Center Chris Myers verknackste sich den Knöchel. Wie lange er das Training verpassen wird, steht noch nicht fest. Vikings Quarterback Tarvaris Jackson konnte aufatmen. Seine Knieverletzung, die er sich letzte Woche zuzog, ist nicht annähernd so schlimm wie befürchtet. Er zog sich nur eine Bänderdehnung zu, keinen Riss. Am Dienstag trainierte er schon wieder für sich selber, während Sage Rosenfels mit dem ersten Angriff trainierte. Nachdem die Giants sich von Amani Toomer getrennt hatten, sah der sich nach einem neuen Arbeitgeber um. Selbst als letzte Woche die Trainingscamps begannen, gab er die Hoffnung noch nicht auf. Er hielt sich weiter fit und wartete darauf, dass ein Team ihn anrufen würde. Der Anruf kam von den Chiefs, die ihn für das Mindestgehalt von $845.000, das altgedienten Spielern zusteht, verpflichteten. Der 34-Jährige, der aus einem Playoff-Team kommt, weiß, in welche Niederungen er sich mit den Chiefs begibt. Kansas City gewann letztes Jahr 2 Spiele. Er sieht sich als Lehrer, der Erfahrung in ein Team im Wiederaufbau bringt. 15 Teams hatten Interesse an Anquan Boldin. Die Cardinals hätten alle Offerten abgelehnt, um den Wide Receiver behalten zu können. Der will aber immer noch weg. Boldin ist sicher, dass es 15 Teams waren, die ihn gerne kontaktiert hätten. Das wisse er von Freunden und anderen Spielern. Die Cardinals wollen während des Trainingslagers nochmal über einen verbesserten Vertrag mit Boldin reden. Das waren die Nachrichten aus der NFL von www.win-football.de. Mein Name ist Dave und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.